So Leute, sind wir wieder bei Let's Play Indiana Jones und der Turm von Babel. Ich wurde auch in der letzten Folge mal in Skype angeschrieben und in der vorletzten auch. Das ist der Multigamer AD, der möchte mit mir noch ein paar Let's Play aufnehmen, vielleicht ein Let's Play Together, also ein Let's Battle Together, die Siedler 2 Next Generation Wikinger. Wäre cool, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Also ist auf jeden Fall etwas, was nicht jeder YouTuber macht. Normalerweise machen jetzt alle Let's Battle Minecraft oder sowas, also oder halt eben irgendwelche Minecraft-Spiele wie zum Beispiel Rush, Bedrock Tower Battle, naja, gibt's jetzt mittlerweile leider nicht mehr. Bedrock Tower Battle, Rush, ja, Aero, Beast Mode und so ein Mist einfach. Okay, ist nicht wirklich scheiße, aber wir dachten uns mal, wir machen mal was anderes. Wir machen jetzt nicht mal Minecraft, sondern irgendein anderes Spiel. Und zwar machen wir Siedler 2 Next Generation. Was ist das? Ein Bruchstück einer keilförmigen Tafel. Aber darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen, denn wir spielen Indiana Jones und der Turm von Babel. Dieses Gebäude scheint sehr instabil zu sein. Deswegen würde ich sagen, wir springen jetzt einfach mal. Ich mache einen kurzen Quick Save mit F5. Und spring jetzt einfach mal darunter. Hoffentlich passiert nichts. Und nein, das war so klar. Eigentlich ist es jetzt nicht schlimm, wenn ich ein bisschen Leben verloren habe, aber scheiß drauf. So, Quick Save öffnen, ja. Bam, Babylon. Sind wir wieder hier, alles klar. Ein bisschen näher an die Kante. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Indy. Könnte mich jetzt schon das zweite Mal am Failen sehen. Letztes Mal war ich am Fällen, da war mir, wo war man da? Da sind wir auf irgendwelche Trucks gesprungen und ich konnte es einfach nicht hinkriegen. Dieses Mal können wir einfach keinen beknackten, dämlichen Sprung hinkriegen. Doch, da haben wir uns nochmal schön... Was ist das denn, bitteschön? Leute, was ist das gewesen? Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr den kleinen Bug hier gesehen? Finde ich eigentlich cool, dass es hier noch solche Bugs gibt, aber... Man muss ihn nicht unbedingt dabei haben. So, dann würde ich sagen, klettern wir nochmal hier hoch. Dann klettern wir nochmal hier hoch, dankeschön. Übrigens, Indiana Jones kann auch eine Rolle machen mit Y. Ist jetzt nicht so eine stylische Rolle wie hier ein Textfragment bei Tomb Raider von Lara Croft, ne? Aber es reicht auf jeden Fall, um dieses Spiel hier genussvoll durchzuspielen. Indiana Jones und der Turm von Babel ist, glaube ich, auch das Rivalenspiel von Tomb Raider 4 gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es Teil 4 war, aber auf jeden Fall war es irgendein Gegenspiel. Ja, ihr könnt mir auch mal ruhig in die Kommentare schreiben, ob ihr eher Lara Croft mögt oder hier Indiana Jones. Also Tomb Raider oder Indiana Jones und der Turm von Babel. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Ich lese mir übrigens, solange ich weniger als 100 Abonnenten habe oder so, was natürlich noch ewig dauern wird, lese ich mir auch so gut, so schnell ich es kann, versuche ich mir jeden Kommentar durchzulesen. Aber ich kann euch halt eben nicht garantieren, dass ich jetzt direkt, wenn der Kommentar geschrieben wird, dass ich dann 2 Sekunden später antworten kann. Ja, weil ich halt eben nicht jede Sekunde auf YouTube bin. Und ja. Deswegen kann ich euch jetzt nicht jeden einzelnen Kommentar direkt beantworten. Aber ich versuche, jeden einzelnen Kommentar an sich zu beantworten, wenn er eine Frage ist und wenn er nicht scheiße ist. Also zum Beispiel, wie lange ist ein Penis, werde ich nicht beantworten. Aber mit wie vielen Jahren hast du dieses Spiel bekommen, solche Fragen werde ich beantworten. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil solche Fragen wie, ne, also es gibt wirklich so ganz kleine Kinder, ne. Okay, ich muss zugeben, ich bin jetzt auch nicht gerade der älteste YouTuber der Welt, aber es gibt auch ganz kleine Kinder da. Die kennen wir, glaube ich, mittlerweile alle, die irgendwie so 6-7 Jahre alt sind. Okay, und das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Die schreiben, du bist... Wie lange ist ein Pipi-Mann? Oder irgendwie so hatten denn Leute, ihr kennt die alle. Ich glaube, auch mindestens die meisten. Das soll jetzt auch nichts, um Himmels Willen, keine Beleidigung gegen jüngere Leute sein. Also, 2- oder Drittklässler oder 5-Klässler oder so. Auf keinen Fall. Aber Leute, bitte spart euch solche dummen Kommentare wie, wie lang ist dein Schwanz oder so. Das ist echt Niveau von RTL. Ich glaube, ich habe mir den Weg zugebaut. Und zwar, welche Sachen habe ich jetzt alle? Wir haben die große und die kleine. Es fehlt eine mittlere und die ist auch noch hier irgendwo. Aber ich glaube, ich habe mir den Weg verbaut. Das ist mir noch nie vorgekommen. Vorführeffekt wisst ihr ja alle. Leute. Ganz ohne Mist.
Das ist auf. Das ist da oben. Nee, da oben war. Ich. Das ist hier. Das ist. Warte, ich zeig euch mal, wo das ist. Das ist. Hier. Da, wo gerade die Decke. Wir waren ja gerade in dem Raum hier, wo die zwei Leichen waren. Und die Decke von dem ist der Boden von dem anderen Raum. Der ist genau der hier oben. Ich weiß jetzt nicht, wie wir da hinkommen. Das ist das Dumme. Ich habe da nicht ein bisschen mitgedacht. Ich habe einfach nur gelabert. Wie sonst immer. Und deswegen, ich glaube, ich habe es verpeilt. Wacht mal. Kann ich vielleicht... Nee, kann ich nicht. Okay. Peitsche? Kann er... Jawohl. Da haben die Entwickler so ein bisschen mitgedacht. Und da haben wir auch schon das mittlere Stück. Normalerweise schaffe ich dieses Level hier eigentlich. Aha. Ich will jetzt nicht ein angeben. Weiteres also, Textfragment. Ihr müsst jetzt nicht falsch verstehen, dass ich mich hier wieder coolste fühle. Aber normalerweise schaffe ich dieses Level halt eben im Speedrun. Deswegen, ich kenne auch hier ein bisschen alles auswendig. Ganz einfach, weil ich das Spiel gut kenne. Und jetzt, wenn ich hier aufnehme. Das war so klar, das war so klar. Kaum fühle ich mich, kann ich jetzt nicht mehr ein bisschen loben. Ja, sterb nicht. So, Quick Save. Bam, Babylon. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, jetzt sind wir wieder in Let's Play Indiana Jones und der Turm von Babel. Hab einen kurzen Cut gemacht, weil ich ja gestorben bin. Ich gehe mir jetzt erstmal das Ding da holen. Dieses mittlere Artefakt-Dingen. Weiß schon, was ich meine. Mach einen Quick Save, bevor es nochmal passiert. Aha. Ein weiteres Textfragment. So, dann, ich guck mal, ich war hier unten, alles klar, wir müssen da unten hin. Und, okay, hat funktioniert. Habe ich eigentlich schon die Statue von Marduk? Die goldene? Ja, die habe ich, alles klar, dann können wir eigentlich jetzt schon nach Hause. Nach Hause ist gut, aber wir können jetzt eigentlich schon wieder raus. Wäre ja geil, wenn wir jetzt direkt wieder nach Hause, zum Indy nach Hause fahren und erstmal ganz hier angucken. Scheiß aufs Abenteuer, ne, wisst ihr, was ich meine. So, ne, ich laber jetzt. Ja, ihr habt gehört, ich laber echt manchmal richtige Scheiße, ist jetzt auch egal. Da steht was in Keilschrift geschrieben. Aber es ergibt keinen Sinn. Es fehlen ein paar Teile. Denn ich, muss ja dieses Video kommentieren, sonst wird ja kein Let's Play. Und Leute, falls es euch nicht gefällt, da ich so viel laber, dann guckt euch doch da bitte ein anderes Let's Play an. Aber ich kann immer noch nichts entziffern. So, Indy, das ist jetzt aber wirklich dumm. Es gibt einen einzigen Buchstaben. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mich mit der babylonischen Sprache noch nicht ganz vertraut gemacht. Kann auch sein, dass es jetzt hier alles Quatsch ist, was hier steht. Irgendwelche Zeichen sind. Und dass es die in Babylon, in die ganzen Hieroglyphen in echt gar nicht gibt. Aber, wenn hier ein Text steht und es fehlt ein Buchstabe oder halt eben ein Wort, dann kann man ihn doch trotzdem identifizieren, Indy. Also bitte. Also, das, so klug hätte ich dich eigentlich gehalten. Für so klug hätte ich dich eigentlich gehalten. Langsam ergibt es einen Sinn. Mal sehen. Sei willkommen, Suchender. Wisse, dass es Nebukadnezar war, der, beflügelt durch die Schrift, die ihm Marduk offenbarte, die große Maschine erschuf. Der Pöbel wusste dieses große Werk nicht zu würdigen und riss es nieder. Vier Jünger jedoch entkamen dem Chaos und flüchteten in alle Himmelsrichtungen. Und mit ihnen gingen die Relikte. Willst du den Pfad der Weisheit betreten, dann blicke nach Osten. Urgon war es, der in das himmlische Gebirge floh, wo Shambhala ein mächtiges Geheimnis hütet. Der Tianchan-Fluss, himmlisches Gebirge. Himmlisches Gebirge. Ich frage mich, ob damit das Tianchan-Gebirge gemeint ist. Ganz genau. Jo, sicher. Ja, Leute, und zwar, ich mache gleich die Aufnahme aus, aber es gibt da einen kleinen Fakt, und zwar, die vier Jünger, ja, Indy hat ja gerade von vier Jüngern geredet, der eine heißt Urgon, wie er gerade gesagt hat, der andere, es ist kein Spoiler, weil es sind einfach nur Namen, der andere heißt Azire, der andere heißt Noob, und der vierte heißt Taklit. Und daher habe ich meinen Namen Taklit LP, das ist nämlich einer der Jünger, die ins Tianchan-Gebirge geflohen sind. Geflohen, naja, wisst, was ich meine. Und zwar hat er ein richtig cooles Artefakt. Jeder einzelne, das ist jetzt auch kein Spoiler, ne, aber jeder einzelne von diesen Männern
hat ein Artefakt, also Urgon, Azerim, Noob und Taklit dann eben auch. Und ich finde, Taklit ist eigentlich das coolste Artefakt in dem ganzen Spiel. Deswegen heißt sehe ich auf YouTube Taklit LP. Mal ganz als random Fakt. Ich würde sagen, Aufnahme stoppt wegen YouTube. Wisst schon, was ich meine.